ist Puma. Wieso hast du eigentlich Puma? Puma ist ein Schnoller. Ich krieg auch nur 3 Cent. Ja. Ja, gibt's halt kein was? Ja, ja, ja. Ja, super. Verzeihen Sie. Nein. Könnte ich hier mal telefonieren? Ja. Moment, ist es auch möglich, von hier in die Bundesrepublik Deutschland zu telefonieren? Ja. Wie schön. Ich liebe Telefone. So. 1, 2, 3, 4. Hier sind. Na und? Wo ist mein Bier? Weg! Hast du das verstanden? Geh bitte. Wenn die Musik da denselben Traum hat wie der Lehmann der Service, dann war ich nicht da. Verstehst du, oder? Weißt was, Alter? Dafür bin ich nicht da. Weil in erster Linie bin ich nämlich Künstler, Musiker, verstehst? Und erst in zweiter Linie bin ich da der Geschäftsführer. Ich schupf den ganzen Laden. Weil die Chefin, die hat's ja nicht notwendig. Die Belle kommt überhaupt nur zum Singen in ihr Paradies. Und wenn da dann der Kurtl von der Schank gestern davon rennt, einfach so, na, dann möchte ich wissen, was du dann machst. Du dich vielleicht in den oder was? Na, ich will nur mehr Bier. Jetzt gehör nicht mal, der ist der Mainz und sein Stahl. Du, kann ich dir vielleicht helfen? Ist doch eher ein Job. Heilschenker kommt gut. So, dann aber. Und du willst sowas kennen? Auch Musiker? Na okay, probieren wir's, aber nur auf Probe. Ja klar, aber was zahlst? 1%. 1, 3, 2. Okay, 2, 3, 4. Findest du das richtig? Pass auf, 7 Krügel, 5 Seifel, 3 Pfiff. Voll! Du, so geht es überhaupt nicht. Von mir kriegst du prinzipiell nur 7 halbe, 5 kleine und wie ist es gleich? 5? Sowas gibt's überhaupt nicht. Naja, und am nächsten Morgen war unser Manager mit der ganzen Gage weg. Wir haben nicht schlecht verdient damals. Du, sag mal, weißt du eigentlich, ja. Wie heißt du überhaupt? Ich bin der Barney. Weißt du eigentlich, Barney, warum man mich den Puma nennt? Hm. Na, das ist eine ganz lange Geschichte. Da haben wir mit den Pretty Things damals im Marquis Club gespielt. Ach, Waschkuchen, weißt du, ey. Mit den Pretty Things? Ja. Mit Phil May? Mhm. War jetzt vor Perderschutt oder nachher? Gabi? Gabi! Bist her! Du, habe
euch eigentlich schon erzählt, warum man mich den Boomer nennt? Das ist eine ganz lange Geschichte. Wenn die Gage von der Woche nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde einreit, da bei mir, dann hören wir auf. Gehen, dann sind wir weg. Ja. Aber hey, das ist überhaupt kein Problem, Alter. Wir reden einfach mit der Chefin. Da ist die Chefin, Was heißt, was ist denn? Ich glaub, wir spielen ohne Gage. Wir spielen eh nicht ohne Gage. Ach so? Und wo ist dann das Geld? Ich hab immer geglaubt, du liebst mich. Alles kein Problem, ich red dann eh mit der Chefin. Also, ich persönlich hab nichts gegen Bayern. Im Gegenteil, I love them. Da, wo ich herkomme, in Texas, da haben wir auch ganz viel Bayern. You're in business then. Willkommen im Paradies. Paradies? Ach so.
Oh, ja, genau. You know, man, mit dem Laden hier wollte ich eigentlich Fun haben. Fun, you know? Und was hab ich? Trouble. Immer nur Trouble. Notausgänge müssen freigehalten werden. Dann ist mal wieder eine Toilette verstopft. Irgendjemand Vergnügungssteuer. Die Gäste machen einfach, was sie wollen. Die Musiker, ha, verlangen dauernd Trouble. Nichts als Trouble. Gib ihnen endlich einen Drink, Barney. Come on. Mögst du vielleicht ein Bier, die Hirn? Geht natürlich aufs Haus. In Ordnung? Nein, Frau Passetti. Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden. Ein kulinarisches Kunstwerk ist immer ein absurdes Kunstwerk. Bitte notieren Sie. Ja. Also, Sie braten die Scampi-Köpfe im Butter an. Dann nehmen Sie sie raus und kochen sie nochmal. Den Sud kann man später gut für die Soße verwenden. Und in derselben Butter dünsten Sie gehackten Knoblauch, dann gesalzen und gepfefferte Muscheln, genau. Und wenn Sie wollen, einen Spritzer Zitrone drüber. Genau. Kommen Sie sofort, Herr Schatten, klar?
wissen Sie, die glücklichsten Momente in meinem Leben sind eigentlich nicht die, Frau-Liebe, sondern wenn ich Musik höre. Nerven. Nein, ich hab einen Blues. Geh, komm schnell, 5 Bier für die Zombies. Die zerlegen uns sonst das ganze Lokal. Ja klar, aber zahlen die auch. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ihr alle heute wieder so zahlreich hier erschienen seid. Außerdem haben wir heute ganz seltsame, ich meine seltene Gäste. Und damit es die Nerven nicht ganz weg kann, quasi zur Beruhigung. Alles in Ordnung, Burschen, alles ganz cool. Ja? Ich meine, starke Musik für starke Männer, ja? Seit einer Viertelstunde nicht mehr. Wieso? Ich höre sie doch. Ich sehe sie sogar. Aber nur theoretisch. Weil eigentlich haben sie aufgehört, sind gegangen und sind nimmer da. Na wieso? Sie streiken, wegen der Gage. Ach so. No problem. Ich hab kein Geld. No problem. Jesus, der Herr Hirsch! Mit Ihnen wollte ich immer schon was machen. Wissen Sie, ich hab da eine Nummer geschrieben. Das ist. Ja, das ist einfach eine Hirschnummer. Wissen Sie, was ich meine? Ich fürchte, ich kann es mir vorstellen. Ich hätte gerne einen gespritzten. Ja, ja, kein Problem. Kommt sofort. Aber wissen Sie, warum man mich den Puma nennt? Das ist eine lange Geschichte. Da haben wir, das war 68, 69. Auf der Isle of Wight gespielt, beim Open Air. Wahnsinn, was der. Isle of Wight? Ja. Ja, da war ich auch. Ach so? Und da haben Sie gespielt? Was für eine Gruppe? Ja. Gabi, du, hab ich denn eigentlich schon fertig dazu
Also, Herr Hirsch, Sie sind ja wirklich. Wirklich? Mein Gott, wissen Sie, Sie wollte ich ja schon immer kennenlernen. So richtig persönlich. Ich arbeite eigentlich an einem eigenen Programm. Nur die Texte. Also die Texte, ja, bei den Texten, da könnte ich schon eine Hilfe gebrauchen. Da könnten wir uns schon einmal zusammensetzen. Weil das mit den Texten, das kennen Sie ja wirklich gut. Sagen Sie, Fräulein, könnte ich noch seinen haben? Abi, geschwind von Herrn Hirsch. Also, ich hätte da nämlich eine Nummer, da wäre ich bereit zu singen mit Ihnen. Also sozusagen ich und Sie. Ich meine, das finde ich fair. Wirklich? Hallo, Burschen, hallo! Pause ist erst um 12 Uhr. Ich hab das gesagt. Ohne Gas, hör mal auf. Geh mal weg. Aber Haley, das ist doch überhaupt kein Problem. Das hat die Chefin gesagt. Ein Wahnsinn, Herr Geschäftsführer. Du checkst das alles. Das ganze Lokal kniet vor dir. Das ist eine Mentalität. Eine Mentalität von... Herbert, gib mal ein Geh, bitte. Ladies and gentlemen, this is the Vampire Blue. Well, boom, boom, beat it, beat it. Boom, boom, beat, 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 und seiner Stöte, die dich Gitarre erst einmal stimmen hörst. Das ist schon in Ordnung. Well, I'm a vampire, baby. Gonna suck your blood at night. Well, I'm a vampire, baby, whip, whip, whip you. Sure, wanna suck your blood at night. Cause you're white corpuscles, baby. Sure, make me wanna feel. All right, what's up, Lord? You got baby. I got Lord, you got baby. Me, I got is an A, A, B, or is an O? Well, I used to live in Transylvania. But now I got a flat in London town. I bet you didn't know that, did you? Well, I used to live in Transylvania. But now I got a flat in London town. Got that draft, your castle full of all the coffins. Shaw used to bring me down. Eure Hirner könnten auch wieder ein Biss vertragen. Was hat's wohl in der letzten Zeit?
so? Weißt was? Weißt du, was passiert ist, Heli Perli? Das glaubst nicht. Haben wir die Gage gekriegt? Ja, die Gage. Die ist mir wurscht. Nein, der Hirsch. Der will mich produzieren. Ein Single, ein Duett. Ich mit ihm. Was sagst du jetzt? Ich sag nichts. Brauchst du Aspirin? Depp. Ordentlich. Sauber gespitzt, da gibt's nichts. Merci. Wir sind eine bayerische Band. Komisch. Ja, ich gedacht, Frauen seien wie Männer. Und weißt du was? Das stimmt überhaupt nicht. Und jetzt etwas ganz Spezielles für einen ganz speziellen Gast. Ganz speziell von mir für ihn. Sie kennen ihn alle. Ludwig Hirsch. Ich widme ihm diese beleibte Melodie, von mir allerdings ganz neu eingerichtet. Sie kennen sie alle. Wir machen Musik. Du weißt schon, was ich meine, Ludwig. Sind Sie von aus? Hätte ja sein können, oder? Rock'n'Roll! Das hat dein Girlfriend ja toll hingekriegt. Jetzt haben wir diese Gang am Hals. Na, so schlecht war's auch wieder nicht, Ella. Die zerlegen uns alles. Schönen Abend noch! Wenn er schon da ist, soll er auch was tun, der Hirsch. Wir schicken ihn auf die Bühne. Der Hirsch und Rock'n'Roll? Nie. Die zerlegen uns alles, der Schwere da. Ich würde gern bezahlen. Forget it, man. Get on stage and do some Rock'n'Roll. Weißt du was? Na, nicht genau. Wenn der Hirsch jetzt dann Rock'n'Roll singt, da sind wir nachher eine Ruine. Der schwarze Sieg wehe. Yeah.
Ruine. Gleich eine Ruine. Gut, Stella, Schatzi. Den Hirsch, den brauchst du nicht. Meinst? Wirklich nicht. Mich brauchst. Mein Heli Perli. Warum man mich den Puma nennt? Weißt du, was mir heute Abend aufgefallen ist? Nein, was? You came here with my
Saturday night.